Hallo und willkommen bei Comic Dojo. Hier ist Thomas. Hier ist Steve. Und heute schauen wir uns mal ein Werk an von James Stokoe. Ich sag mit Fragezeichen am Ende, weil ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man seinen Namen Stokoe ausspricht oder Stokoe. Ja, wir wissen es nicht so ganz, aber wir wissen, dass sein Zeug absolut genial ist. Und definitiv, wenn wir irgendwas von ihm im Comicladen sehen, dann greifen wir natürlich sofort zu, weil ja, sein Zeichenstil ist einfach ja schon fast irgendwie so ein Mix aus Manga, aber auch Jeff Darrow inspiriert so ein bisschen. Jeff Darrow, Philippe Drouillet würde ich auch noch nennen. Und auch nicht nur, das Besondere ist nicht nur, dass er es zeichnet, sondern dass er auch so eine One-Man-Comic-Maschine ist. Der zeichnet, er koloriert, er inkt, er macht seine Comics einfach komplett alleine. Und das finde ich immer bemerkenswert, wenn ein Comic-Künstler alle Ebenen abdeckt, die es so gibt im Comics-Making-Bereich. Gerade für so Leute wie uns, die halt auch Comics machen und auch alles. Von der ersten Skizze bis zum, also wir drucken das jetzt nicht selbst und binden die Comics zwar nicht selbst, das macht schon eine Druckerei, aber Schreiben, Zeichnen, Schreiben, Inken, Zeichnen, Kolorieren. Genau. Im besten Fall noch das Lettering. Und ja, wir hatten noch nie was von James Stokoe auf dem Channel und wir dachten, Godzilla in Hell wäre ein perfekter Einstieg dafür, weil wer liebt denn Godzilla nicht? Genau, und er hat vorher, vor Godzilla in Hell, noch eine andere Godzilla-Miniserie gezeichnet. Und zwar hier The Half-Century War. Das war, das hier ist das Trade, wie viel waren das? 5, 6 Hefte waren das, glaube ich. So um den Dreh, ja. Und da hat er praktisch die ganze Geschichte von Godzilla mit allen Feinden, also nicht mit allen, aber mit sehr vielen Feinden, die Godzilla so getroffen hat in seiner Geschichte von den 50ern bis in die 2000er Jahre, in eine Story gepackt. Und werden wir uns auf jeden Fall in Zukunft auch mal angucken. Vielleicht die größere Version, die große Hardcover-Version, weil seine Zeichnungen ja wirklich extrem detailliert sind. Und ja, damit man die auf der Kamera auch gut sieht, schauen wir uns auf jeden Fall die größere Version an. Aber erstmal heute etwas leichtere Kost, nämlich Godzilla in Hell Nummer 1. Die anderen Nummern waren immer jeweils von anderen Zeichnern gezeichnet und es geht eigentlich darum, dass Godzilla stirbt, in die Hölle kommt und dann die verschiedenen Ebenen der Hölle durchgeht. Und die Nummer 1 ist von James Stokoe gezeichnet und finde ich absolut genial. Ich bin ein riesen Fan von diesen ultra detaillierten Zeichnungen, ob es jetzt Barry Windsor-Smith ist oder Jeff Darrow. Wer so super feine Linien zeichnet, das begeistert mich einfach. Das Cover finde ich auch schon sehr, sehr cool mit diesen. Ja, so ein Schwarm von Menschen sind es, glaube ich. Man kann es kaum. Ja. Es sind halt so viele. Es sind entweder. Ne, es sind eher so Dämonen. Also Menschen mit so Fledermausflügeln. Ja. Ja, und was auch bemerkenswert ist an dem Heft, ist, dass es komplett wortlos ist. Also. Logischerweise Godzilla in der Hölle, Godzilla spricht nicht, in der Hölle trifft er auch keine Menschen. Also es kommt komplett ohne Dialoge aus. Und wenn man jetzt sagt, ja, okay, dann hat er es ja nicht, dann hat James Stokoe es ja nicht geschrieben. Er hat es ja trotzdem geschrieben, weil auch Comics ohne Dialoge müssen geschrieben werden. Ja, und hier fängt es direkt an, dass er hier in die Hölle fällt, unser Hauptcharakter Godzilla. Und ja, sehr schönes Design. Hier diese Splash-Page und diese unglaublich vielen zigtausende kleine Linien. Unglaublich. Also was für ein Aufwand. Es müsste gar nicht so detailliert gezeichnet sein, aber ja. Ich glaube, Fans von James Stokoe, die erwarten das auch und er enttäuscht nicht. Und wie in einem Film gibt es dann so eine Titelsequenz und er fliegt oder fällt an dieser Titelsequenz vorbei. Godzilla in Hell. Sehr stylisch, sehr cool gemacht. Sein Godzilla-Design ist so, dass wir sind ja beide auch große Fans von Kaiju-Filmen und sind auch mit Godzilla sehr gut vertraut. Und sein Design ist so dieses Millennium-Design, würde ich sagen, oder? Mit diesen
Stimmt, leicht ja. geschwungenen Finnen auf dem Rücken und die Augenbrauen. Das ist so der 2000er Godzilla. Und dann landet er hier. Was sehr schwierig ist darzustellen, ist, dass Godzilla ja riesengroß ist, weil in diesem riesigen Raum, in diesem Höllenraum, wirkt er ja, hat er ja nichts, man kann ihm nichts vergleichen. Es Ja. sitzen jetzt keine Menschen da, keine Autos, keine Fahrzeuge, Keine Gebäude. keine Gebäude. Ja. Aber es ist auch sehr, sehr schön filmähnlich erzählt, also dass hier wie da auftrifft auf dem Boden und dann ist dieser Krater und er kommt dann aus diesem Krater rausgekrochen, läuft dahin, schaut sich um und das Einzige, was da ist, ist diese riesige Steintafel. Verabschiede dich von all deinen Hoffnungen und du, der hier eintritt. So ungefähr. Und hier die Sequenz, wie man sie kennt aus jedem Godzilla-Film. Die Finnen leuchten auf, er lädt sich auf und dann schießt er seinen Strahl raus und zerstört hier diesen Schriftzug. Mega cool. Und was er hinterlässt, die Rumble-Steinfetzen fliegen runter und was übrig bleibt, ist so der Staub und der Staub schreibt die Worte oder das Wort Lust oder Last im Englisch. Und das ist dann die erste Hölle, die er hier betritt, der erste Höllenring nach Dante Alighieri. Und ja, dann läuft er da seines Weges. Er erinnert mich teilweise hier auch ein bisschen an Berserk, hier diese runden Köpfe, so ein bisschen wie diese Opfersequenz bei Berserk. Und ja, was ist das, wonach es Godzilla lüstet? Er ist immer heiß auf atomare Energie. Also ist da ein Atomkraftwerk für ihn, das er verzehren kann. Ist auf jeden Fall stilisiert. Ist jetzt kein realistisches Gebäude. Ja. Aber muss es ja auch nicht sein, weil es ist ja eigentlich nur eine Fata Morgana. Ist ja nur eine Illusion für Godzilla. Und die Farben sind auch zu erwähnen. Das ist nämlich dieses Farbspektrum, das James Stokoe immer verwendet. Das ist so dieses Pink, Lila, gelblich, braune. Und es ist eine sehr einzigartige Koloration, weil es eigentlich keiner so verwendet außer ihm. Und irgendwie auch sehr modern. Lila ist ja auch so eine Trendfarbe. Und ja, sehr, sehr, sehr gute Koloration. Also ich wünschte, ich wäre auf die Idee gekommen, diese Farben zu verwenden, weil er verwendet sie eigentlich in fast jedem seiner Comics. Und die verleihen ihnen halt auch so einen individuellen Kolorationsstil, dass man auch auf Distanz schon erkennt, dass es ein Stokowi-Comic ist, weil man die Farben schon so mit ihm verbindet. Dann wird der Godzilla angelockt hier von diesen Kühltürmen. Und darin ist irgendein Monster, irgendeine Tentakelkreatur, die angreift. Das ist natürlich auch komplett nach meinem Geschmack hier, dieses Tentakelwesen. Es sieht sehr organisch und schleimig aus. Und Godzilla tritt da drauf und versucht es zu zerquetschen. Geht weiter seines Weges. Und dann findet er hier diese zerstörte Stadt. Ja, aus der Distanz kommt dann hier diese Wolke angeflogen, umringt von Blitzen. Und in dieser Wolke sind dann Menschen, die darin rumfliegen. Ist ein Tornado aus Menschen. Wahrscheinlich alles Seelen, die Godzilla getötet hat im Laufe seiner Monsterkarriere. Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf der Kamera zu sehen ist, aber es ist einfach unglaublich, wie detailliert dieses obere Panel ist. So viele kleine Striche und Punkte und Linien. Ich würde gerne wissen, in welcher Größe er das zeichnet, weil er muss ja wirklich sehr, sehr groß zeichnen, um diese ganzen Details zu Ja. zeichnen. Umso größer er zeichnet, desto mehr Aufwand ist es ja, weil Eigentlich muss schon. jede Linie noch größer sein. Aber ich glaube, er zeichnet recht groß. Also, er hat ja mal diesen Galactus gepostet, den er da gezeichnet Und der hat. war riesig. Und das waren ja mehrere Blätter aneinander geklebt.
Ja, mega cool. Der Godzilla beißt hier in diesen Strudel aus Menschen, die da herumfliegen, und wird da von diesem Tornado weggedrückt. Und in diesem Sturm ist dann ein anderer Godzilla. Sieht so ein bisschen aus wie dieser Burning Godzilla aus Godzilla vs. Destroyer. Ja, unser Godzilla greift ihn an, beißt ihn in den Hals, und der andere Godzilla mutiert dann und alles öffnet sich und überall sind Zähne und Mäuler. Ganz nach meinem Geschmack. Ich liebe ja diese The Thing-artigen Monster. Es sieht mega geil aus. Also diese Seite hätte ich gerne als Original Art. Voll nach meinem Geschmack. Godzilla und The Thing in einem vereint. Ziemlich cool. Von James Stokowi gezeichnet. Super cool. Auch hier die Nahaufnahme von dieser Kreatur. Sieht sehr, sehr cool aus. So getarnt als Godzilla, aber eigentlich ist es ein anderes Kaiju-Monster. Ne. Ich finde es sehr schwierig, Kaijus zu erfinden. Und auch in den Godzilla-Filmen ist nicht jedes Kaiju, das neu auftaucht, so kreativ. Aber das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Monster, wenn das in einem Godzilla-Film auftauchen würde. Ein Kaiju, das sich tarnt als Kopie von Godzilla und sich dann in ein ganz eigenes Monster verwandelt. Stimmt, sowas gab es, glaube ich, noch nicht. Sehr cool. Und die Tentakel wirbeln Godzilla da rum und schleudern ihn zu Boden. Wie du auch gesagt hast, hat auch dieses Manga-eske hier viel mit Speedlines. Vom Storytelling auf jeden Fall, ja. Viel Speedlines, viel Dynamik. Ja, Godzilla zerschießt dann die Tentakel und lässt sich auf dieses Monster fallen. Aber diese ganzen Szene, super cool. Und dann prügelt es auf dieses Monster ein und zwei riesige Arme wachsen daraus und stoßen Godzilla davon. Das Monster erinnert ein bisschen an Biollante hier ab dieser Stelle, wenn sich dieses riesige Maul noch öffnet. Aber Biollante ist auch eins meiner Lieblings-Godzilla-Feinde. Ja, und dann umschlingen die Tentakel Godzillas Hals und ziehen ihn in das riesige Maul rein. Das ist einfach... Also als Godzilla-Fan ist das eigentlich ein feuchter Traum hier. Super cool. Dieses Monster-Design und dieser Kampf. Mehr braucht man. Diese ganze, was hier so cool ist an Godzilla in Hell, ist, dass diese Menschen-Story so außer Acht gelassen ist. Es gibt ja keine Menschen. Ja. Und in den meisten Godzilla-Filmen ist es auch so, dass die Menschen-Story relativ uninteressant ist für die meisten Godzilla-Fans. Und wir wollen eigentlich nur Kaiju-Kämpfe haben. Und genau das bekommt man hier. Das ist nur der Kaiju-Kampf ohne alles außenrum. Und die Choreografie ist auch ziemlich cool. Also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, eine Choreografie, eine Kampfchoreografie für Godzilla zu erstellen, die ja nicht langweilig wirkt. Man muss halt auch so bestimmte Sachen immer abarbeiten. Also Godzilla muss auf jeden Fall immer aus dem Mund schießen, muss die Finnen müssen mal aufleuchten, muss aber auch mal irgendwie so ein bisschen kratzen oder boxen, beißen. Das ist alles abgedeckt hier. Und ja, dann hat Godzilla hier die Idee, er rennt auf das, anstatt sich dagegen zu wehren, wie hier, auch mit dem Körpergewicht. Das ist auch sowas, was auch nicht so einfach zu zeichnen ist, dass er sich dagegen lehnt und versucht, sich wegzudrücken, während er hingezogen wird. Alles gar nicht so einfach. Aber dann beschließt er, anstatt sich dagegen zu lehnen, in seine Richtung zu rennen, und er rennt in sein Maul rein. Dann lässt er seine Finne aufleuchten, und zwar rot, also mit extremer Power, und zerstört ihn dann von innen heraus. Mega fett. Super cool. Da oben sieht man nochmal das komplette Design des Gegners und so ein übel aussehendes Vieh. Es hat so ein bisschen was cool. Insektenartiges, wie diese Arme hier aussehen. Ja, sehr interessantes Monster. Ja, und dann auch ein cooler Finishing-Move. Zerstört, die Gedärme fliegen überall rum. Und Godzilla triumphiert am Ende. Stampft noch einmal auf. Und der Boden unter Godzilla gibt nach und er fällt weiter in den nächsten Höllenring. Und dann geht's weiter in Nummer 2. Ja, mega fett.
Der Rest ist nur noch Werbung. Was ich hier auch sehr cool finde, ich weiß nicht, ob das generell so ist bei den IDW-Comics, ist, dass die Werbung am Stück einfach am Ende ist und nicht den Comic unterbricht. Weil das finde ich bei Marvel und DC Comics extrem ätzend, dass man zwischendrin einfach mal Werbung bekommt und im schlimmsten Fall ist dann der Storyflow gestört. Weil ein Zeichner, ein guter Zeichner, der überlegt sich und weiß genau, ich will auf der linken Seite das Bild haben und auf der rechten Seite das Bild haben. Und wenn dann so ein Marvel-Redakteur dazwischen kommt und einfach auf die Seite dann eine Werbung klatscht und dann kommt die Seite, die eigentlich hier hin soll, dahin und dann wird der Page-Turn gestört, weil man beabsichtigt ja eigentlich den Leser zu überraschen und ja, der Page-Turn soll irgendwas zeigen, was man nicht erwartet hat. Und ja, das ist hier bei dem Comic ist es der Fall. Man hat immer so einen kleinen Cliffhanger mit jedem Page-Turn. Du hast hier, er schießt, was macht er? Er zerstört es. Dann hast du hier, er geht zu diesem Kraftwerk, was passiert dann? Da kommt das Monster raus. Hier kommt diese Wolke und dann hast du einen Page-Turn mit der Wolken-Splash-Page. Und hier stehen sich die zwei gegenüber und man ist gespannt, wie der Kampf weitergeht und dann geht hier der Kampf los. Das sind alles durchdachte Seiten. Ja, mega cool. Ich denke, da kommt man noch ganz gut ran an diese Hefte. Es gibt auch ein Trade Paperback. Obwohl, ich weiß es gar nicht mehr, weil IDW hat, glaube ich, die Lizenz verloren für Godzilla. Deswegen kann ich gar nicht so genau sagen, ob man die Sachen noch gut kriegt oder ob die nochmal nachgedruckt worden sind. Aber ich meine, dass vor kurzem nochmal eine übergroße Version mit drei Godzilla-Stories rausgekommen ist. Und da war Godzilla in Hell mit dabei. Ja, für jeden Godzilla-Fan auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall ans Herz legen. Ist so mit den Godzilla-Comics von Art Adams. Meine Lieblings-Godzilla-Comics. Und Half-Century War ist eigentlich wahrscheinlich das beste Godzilla-Comic aller Zeiten. Und das gucken wir uns ein anderes Mal an. Sehr cool. Thomas, woran arbeitest du zurzeit so? Bei mir, bei meinem Comic Shaolin Grandmaster Killer, da gibt es auch das eine oder andere Kaiju. Hat nicht so eine dominante, tragende Rolle wie hier Godzilla in seinem eigenen Comic, aber es gibt auf jeden Fall Kaijus und Informationen dazu zu Band 2, der dieses Jahr rauskommt, findet man auf meinem Instagram Thomas-Sozalek oder auf meiner Homepage thomas-sozalek.com. An Steve. Ich arbeite zurzeit an Gashapow Band 2. Das geht eher in die witzige Richtung. Infos dazu auf meinem Instagram unter steve-sozalek oder steve-sozalek.com, meiner Webseite. Und ja, liked, abonniert den Channel und teilt unsere Videos, damit noch mehr Leute diese Videos sehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.